Was geht, Leute? Willkommen zurück zu Lords Mobile. Heute will ich euch zeigen, wie ihr kostenlos Kristalle noch bis zum 11. Mai täglich bekommen könnt. Denn ich denke, das haben einige nicht mitbekommen, da es ein sehr verstecktes Event ist, würde ich mal jetzt sagen. Ist aber ganz einfach zu finden. Ihr müsst einfach auf dieses Hölle-Solo-Symbol da oben gehen, wo immer die Events von Hölle und Solo sind. Und dann geht ihr auf Neues, scrollt einfach ganz nach unten, bis ihr zu diesem Los-Button kommt, klickt da drauf und schon seid ihr bei diesem Glücksrad, nenne ich es mal. Da könnt ihr jetzt täglich auf Drehen klicken und halt, wie ihr seht, 200 bis 1000 Kristalle kostenlos erhalten. Noch bis zum 11. Mai geht dieses Event. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, deswegen mache ich dieses Video, damit euch nicht die Juwelen durch die Lappen gehen. Und es ist ja auch nicht gerade so einfach zu finden. Ich hoffe, ihr habt heute noch nicht diesen Dreh verpasst, sage ich mal. Ansonsten wisst ihr ja ab jetzt Bescheid. Und was ich euch noch zeigen wollte, wie ich meine Talentpunkte verteilt habe, weil ich das jetzt auch in letzter Zeit oft gefragt wurde. Das kann ich euch auch mal eben zeigen, ist ja ganz einfach. Internetverbindung, also. Gehen oben auf mein Avatar, dann auf dieses Talent-Symbol und ich habe alles auf dem rechten Pfad getan, um so schnell wie möglich zu Bautempo 2 und Forschung 2 zu kommen. Warum? Das seht ihr hier. Ihr kriegt, wenn ihr das gemaxt habt, 65% Bautempo dazu und 65% Forschungstempo, wenn ihr Forschungstempo 2 gemaxt habt. Und das ist für so einen Anfänger wie mich, sage ich mal, natürlich das Beste, was ich machen kann, weil diese auf der linken Seite die ganzen Fernangriffs- oder Kriegsmaschinen-Boosts, sie bringen mir noch nichts. Ich bin im Moment nicht im Krieg, ich bin am außerhalb der Karte irgendwo, nicht außerhalb, sondern am Rand der Karte irgendwo, um mich mit meinen Gildenmembern aufzubauen. Und da brauche ich einfach nur Ressourcen und schnell forschen und schnell bauen. So viel dazu. Ich kann euch ja mal zeigen, was das bei mir bewirkt. Ich habe einen Boost von 142% und auch und Forschung von 120%. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr da habt. Und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr bei den kostenlosen Glücksraddreh für Kristalle bekommen habt. Ob ich mit meinen 700, die ich heute bekommen habe, glücklich sein kann oder nicht. Das könnt ihr mir dann mal nochmal in die Kommentare schreiben. So, was ich euch noch zeigen wollte ist, ich wollte euch mal ein kleines Update zu meiner Gilde geben, denn die ist noch weiter gewachsen. Mittlerweile sind wir 42 Leute und sind schon fast 15 Millionen stark. Man muss sich mal überlegen, dass wir erst 10 Tage alt sind. Das finde ich schon echt krass, dass es so, sag ich mal, eskaliert. Auf jeden Fall sehr geil. Wie gesagt, kommt in Königreich 8, bewerbt euch. Im Moment nehme ich noch jeden auf. Wir sind echt eine super Gilde. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ihr Glück habt bei dem Glücksraddreh. Denn deswegen habe ich eigentlich das Video gemacht, damit euch da nichts durch die Lappen geht. Und im nächsten Video werde ich, denke ich mal, entweder wieder über Helden reden. Denn da haben wir noch einiges zu klären. Ach ja, was ich euch noch für einen Tipp geben wollte, den habe ich auch wieder von Tibion erhalten. Dass ihr versucht, Elite-Stufe bis, zeige ich euch mal eben, bis 6.12 zu machen, um dann die Rosenritterin zu kriegen. Denn das soll der beste Held sein, den es frei zu kriegen gibt, also den man nicht kaufen muss. Den Tipp kann ich euch einfach mal weitergeben. Ich bin gerade dabei, ich bin im Moment bei Elite-Stufe... Elite-Stufe 5.9, sag ich mal. Ist doch 5.9, ne? Ja. Also ich brauche noch ein bisschen. Ja. Und das soll es auch schon heute mit dem Video gewesen sein. Mal wieder ein etwas kürzeres Video. Nicht so wie das von vor 2 Tagen, das Heldenvideo. Ich hoffe, ihr habt den heutigen Dreh der kostenlosen Kristalle nicht verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Freunde. Haut da rein.